Mein Name ist Matthias Bommerin, ich bin der Gründer und CTO von Dermalocking GmbH. Dermalocking GmbH ist ein Startup von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und wir versuchen neue Technologie für die Diagnose von verschiedenen Hautkrankheiten zu entwickeln. Also der Projekt hat gestartet hier an der ZHAW vor ein paar Jahren und unser Ziel ist wirklich, der Diagnose von Hautkrankheiten, insbesondere Hautkrebs, zu unterstützen und damit die Dermatologen zu helfen. Wie funktioniert genau unsere Technologie? Wir stimulieren die Hautoberfläche mit einem Luftstrom und wir können die Temperatur von diesem Luftstrom modulieren und wir schauen, wie die Haut reagiert zu dieser Stimulation. Und von dieser Reaktion können wir schon viel Parameter, viel Informationen über die Haut bekommen und damit die verschiedenen Hautkrankheiten diagnostizieren. Also wo sind wir? Wir haben schon einen ersten Prototyp entwickelt und vorklinisches Studium gemacht. Und jetzt wir wollen unseren zweiten Prototyp entwickeln und schon mit Pilotinstallations bei verschiedenen Spitälern anfangen, in der Schweiz, aber auch im Ausland.